Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines. Ich habe mal eine ganz kurze Pause gemacht und habe die ganzen Bäume hier ausgetauscht und habe noch ein paar dazu gemacht. Und ich bin jetzt gerade im Kameramodus. Deswegen seht ihr unten auch keine, gar nichts. hier habe ich, genau. Schauen wir doch mal. Ich habe jetzt hier die Kiefer genommen und habe die Nadelbäume dann ausgetauscht. Und, also die Kiefern, die gefallen mir wesentlich besser. Wesentlich besser gefallen mir die. So. Hab die ganzen Nadelbäume, wie gesagt, ausgetauscht. Rausgenommen. Und, bin jetzt gerade noch dabei, ein paar Kiefern zu setzen. Und ja, läuft. Läuft. Sehr schön. Also, Bäume gehören auf jeden Fall dazu. Definitiv. Bäume in der Stadt braucht man. Unbedingt. Ja. Da vielleicht noch ein paar. So. Genau. Da kann vielleicht noch einer hin. Leute, die stören dann natürlich auch schön den Empfang. Wenn man Satellitenschüssel oder sowas hat. Aber ich glaube, bei uns in der Stadt haben eh alle Kabel. Hoffe ich doch für die. Ansonsten hätten sie jetzt ein Problem. So, Industriegebiet haben wir ja das letzte Mal gesagt. Werden wir machen. Und zwar das hier. Also, das Game ist immer noch pausiert. Und ich würde sagen, machen wir wieder rigoros, ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Halt. Jetzt mal die Zonen. Bop, 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 bop. Erstmal alles weg hier. So. Alles gedezoned. So, und dann, ja, tut mir jetzt leid, Jungs, aber wir müssen jetzt erstmal alle weichen. So. Achso, das Kohlekraftwerk, das könnte ich mal umsetzen. Das wird umgesetzt, es kommt erstmal, ja, komm, erstmal dahin. So, dann die Straßen weg. Achso, oh, guck mal hier, was bist denn du? Keine Ahnung. Der freut sich, dass da keine Straße mehr ist. Das ist der Hammer. Warte, was bist du? Wie angegossen GmbH. Hä? Okay, das sind bloß Silos. Aber immerhin zwei Arbeiter. Ne, ein Arbeiter. Ein gut gebildeter. Ja, okay. Tschüss. So. Das da weg, das da weg. Das kann alles weg. Da ist noch was. Noch irgendwas? Ne, das sind bloß noch ein paar Autos. Ein paar Autos und ein paar Busse. Ja gut, wegen den Bussen kümmern wir uns später drum. So. Dann. Ja komm. Seien wir mal ein bisschen kreativ, ne? So. Warte mal, das Snapping mache ich mal wieder aus. Dann bauen wir hier mal am Fluss entlang. Und dann würde ich sagen, auch erstmal. Ja, die kann ich nicht versetzen, ne? Sonst haben wir zu wenig Energie. Okay. Warte. Warum nehme ich eigentlich die? Ja, ist egal. So, gehen wir mal so lang. Ah, so und dann. So. Ja. Außerhalb des Bereichs, ja, ist mir schon klar. So. Dann ist nur so und dann. Nee, so nicht. Wie geht man hier jetzt am besten rum? So würde ich sagen. Ja. Mamas. So. Wunderbar. Ja, dann ist es ein bisschen. Ja. Mensch, geht doch, oder? Gut, dann habe ich gesagt, ja, Einbahnstraße hätte ich gerne gehabt, ne? Warte mal. Zack. Geht es? Achso, rum. Ah, guck mal hier, da sind sogar die Bushaltestellen noch. Das ist der Wahnsinn. In welche Richtung gehst denn du? Ah, die. Okay.
So, wunderbar. Dann haben wir hier sechsspurig Eingang und hier sechsspurig Ausgang. Vom Industriegebiet aus gesehen. Und ich glaube, das können wir uns dann sparen. Erste Mal. Müssen wir dann natürlich mal gucken, wie wir das dann mit dem Strom machen. So, was habe ich hier? Da habe ich auch eine Einbahnstraße gehabt, gell? Aber macht ja nichts. Ich nehme jetzt mal... Ach komm, nehmen wir mal die. So. Ja. Probieren wir es doch einfach mal so. Warum bist denn du jetzt Einbahnstraße? Habe ich... Achso, ich habe eine Einbahnstraße genommen. Nein, will ich doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht. Nee, da. Sowas. Ja doch. Na? So, geh mal hier lang. So, dann hier lang. Hier lang. Na? Hätte es heute was? Ja, bestimmt, ne? So. Ne, das war ein bisschen zu viel. Die. So. Das mit der Kreuzung gefällt mir überhaupt nicht. Okay, gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir das hier anders, dass wir dann einfach hier nochmal runtergehen. Nee, nehmen wir das da. So. Haben wir hier halt ein bisschen Platz, aber da können wir dann vielleicht noch ein paar Bäume oder sowas setzen. Oder wir machen das einfach so. So, ja, machen wir es so. Gut. Dann haben wir da oben noch genug Platz. Hier haben wir noch genug Platz. Würde ich schon fast sagen, dass wir hier nochmal sowas machen. Wobei. Ja doch, machen wir doch hier. Und da machen wir auch nochmal sowas, was ich dann eben schon gemacht habe. Also hier. So. Ein bisschen geschnörkelt. Soll ja auch ein bisschen da was aussehen, ne? So, wunderbar. Dann nochmal gucken wegen Wasser. Ah, war ja klar. So, da können wir aber wenigstens mal so lang gehen. Und das Budget schrumpft ganz schön. So. Zack. Hätten wir erstmal alles, hä? Ach, du bist voll. Okay. 34% und du 35%. Boah, gut, ist dann eben so. Dann Sohnen. Da können wir, nee, da können wir sogar das nehmen. Machen wir erstmal so. Und dann die Zonen wird das, was wir jetzt nicht haben wollen. Zum Beispiel das hier. Und das hier. Und das hier. Das auf jeden Fall nicht. So. Ja, kommt das da oben auch nicht. Da kommt bloß so ein Krimskrams rum. Da können wir aber noch was hinmachen. Und da. Ja gut, passt. Ja, das hätte ich gern... Na, ah, verdammt. Gut, dann machen wir das auch nochmal weg. Ja. Gut, die Feuerwehr, die steht eigentlich ganz gut. Das Kohlekraftwerk meine ich. Aber das kann ich trotzdem mal... Warte mal, das könnte ich eigentlich mal darüber setzen. Setzen wir es doch mal hier hin. Dann können wir uns hier nämlich im Prinzip die Oberleitung sparen. Wenn es dann mit der Energie noch klappt. Ansonsten müssen wir dann eben nochmal Leitung rüberziehen. So, ja gut, dann mache ich jetzt mal wieder Pause weg.
Ja, das war mir. Ach so, okay. Gut, das Kohlekraftwerk reicht aus. Das ist gut. 40 Megawatt die Woche. 14 Wochen hat es drin. Gut. Dann können wir hier mal gucken. Sieht's denn aus? Ja, sehr schön. Die werden auch mit Energie versorgt. Das passt wunderbar. Und da schon wieder was. Oh Mann, ey. Ich mag das nicht mehr sehen. Ich mag das echt nicht mehr sehen. So. Müll. Dann kriegen wir die Müllverbrennung bei 8000. Okay. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir die 8000 geknackt haben. Naja, naja. Wo ist denn eigentlich mein Timer? Warte. Hallo, Timer? Da bist du. Okay. So. Ja, den Timer einfach mal minimiert, ne? Kann man ja mal machen. Muss man nicht, aber kann man. So. Hier würde ich jetzt gerne mal ein bisschen was anderes probieren. Da. Und zwar so ein bisschen parkmäßig mit noch was anlegen. So, dazu brauche ich aber erstmal das Tool. So, einmal so. Dann einmal hier runter. Nee. Okay, machen wir das so rum. Und dann hier. Nee, nicht ganz. Noch ein bisschen mal darüber. Ja, das gefällt mir schon besser. Zack. Gut, und dann machen wir hier nochmal so eine Querstraße rüber. Hallo? So. Hier würde ich jetzt gerne mal einen schönen Park anlegen. Und zwar fangen wir dann damit an, dass wir erstmal generell einen Park machen. Ich kann mal gucken, wegen der Größe. Ja, das müsste so hinhauen. Gut. Hallo, weg. Straße. Nehmen wir einen Feldweg. Gehen dann erstmal da lang. Dann. Ach, das geht nicht. Ja, schade. Ich dachte, es wird so gehen. Sollen wir den dann. Ach komm, machen wir den so hin. Fertig. Hauen den weg. Ja, der kriegt jetzt noch keinen Strom, ist klar. So, und dann führen wir den einfach mal weiter. Wir haben ja dann hier die Möglichkeit, noch Wege zu bauen. So. Dann hier rüber. Und ich würde dann sagen, dass wir dann halt fast das gleiche nochmal nachbauen. So, ein bisschen Konzentration muss ich aufbringen. Es tut mir leid. Na? So, gut. Können wir dann von hier aus nochmal darüber. Ja, und von hier aus darüber. So, ja, und den Rest, den lassen wir. Also den inneren Kreisel, den möchte ich jetzt nicht nachbauen. Jetzt brauchen wir bloß noch ein paar Bäume. Ich würde sagen, nee. So ein paar Kiefern. Ist nie verkehrt. So, und dann eben noch so ein paar. So ein paar. So ein paar. Alles mit den Bäumen, das ist echt toll. So. Die haben verschiedene Farben, verschiedene Größen. Okay, die sehen natürlich alle gleich aus, aber ja. Mein lieber Mann, das ist ein großer Baum. Nee. Haben wir noch andere? Was bist denn du überhaupt? Kleine Buche, okay. Machen wir hier noch ein paar kleine Buchen hin. Noch irgendwas? Was bist du? Erle 2. Okay, wo ist Erle 1? Da können wir nicht, okay.
So. Und kleiner Busch. Machen wir hier noch ein paar kleine Büsche hin. Sehr schön, ja. Es geht halt auch ein bisschen um die Details, ne? So. Können wir mal ein bisschen drehen. Und hier noch ein paar Büsche hin. So, wunderbar. Ja, da haben wir uns hier so einen kleinen Park angelegt, ne? Okay, gut. Der Park ist natürlich jetzt ohne Strom, weil wir hier eben noch nichts belegt haben. Das mache ich jetzt nicht. Wir könnten hier was machen. Da auf jeden Fall noch. Hier. Oh, halt, 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 halt. Haben wir die... Nee, haben wir natürlich nicht, ne? So. Natürlich brauchen die auch noch Wasser. Und dann könnten wir im Prinzip diese Leitung wegmachen. Warte mal, können wir hier anknüpfen? Ja, können wir. Sehr gut. Dann machen wir diese Leitung weg. Und knüpfen das dann direkt da an. So. Ja, wunderbar. Die Leitung... Warte mal, die Leitung können wir doch auch wegmachen, oder? Ja, fast. So, okay, gut. Dann muss ich halt hier noch ein bisschen rüber. So. Das passt soweit. Gut, dann schauen wir doch mal. Ja, die müssten sich eigentlich verbinden, ne? Müssten sich eigentlich verbinden. Gut. Das noch so einen. Als Wohngebiet ausweisen. Wunderbärchen. So, dann hätte ich gerne noch ein paar... Nee, nicht Nadelbäume. Kiefern. So, und zwar hier. Also ich mache da jetzt einfach mal rigoros, ne? Weil die werden ja dann eh abgeholzt. Und wir können uns dann, nachdem ich die Fliege... Oh, sogar erwischt. Nachdem ich die Mücke da erwischt habe, noch Gedanken drüber machen, wo wir jetzt weiterhin expandieren. Weil, ja gut. Ist bald Schluss hier in dem Quadrat, ne? Und hier kommen einfach keine Mitarbeiter. Weil die keinen Bock haben, da zu arbeiten, oder was? Ich habe keinen Plan. Ist ja nichts Neues, ne? So, weiter geht's. Ja, dann haben wir hier einen schönen Park angelegt. Ja, läuft doch. So, was ist denn hier los? Hast du jetzt Strom? Ja, ne? Und warum habt ihr jetzt keinen Strom? Müsstet doch Strom haben, oder? Ah, doch. Ja. Ach, ja, genau. Moment, 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 Moment. Das ist jetzt auch noch so ein Ding. Und zwar, diese meckern jetzt über Strom, aber wenn wir uns unsere, ja, hier unsere Tabelle angucken, Tabelle sage ich, hier unseren verfügbaren Strom angucken, haben wir eigentlich noch einen Überschuss. Wir haben jetzt das Phänomen, dass wir hier einen Windpark haben. Und hier haben wir noch ein Kohlekraftwerk. Die werden zusammen addiert. Die werden nicht gesplittet, die werden addiert. Die gehen zwar nicht alle in ein Netz rein, nur die Windräder, das heißt die 20 Megawatt oder 40, ich weiß gar nicht, wie viel waren das? 40 Megawatt, die werden da gar nicht mit eingerechnet. Deswegen haben wir hier jetzt ein Stromproblem. So, das heißt, entweder bauen wir noch ein Ölkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk irgendwo hin. Ich würde sagen, wir bauen da noch ein, sowas hin. So. Wie viele Wochen hast du? Für 9. Und du hast noch? Für 14. Hä? Ach, die holen sich selbst, oder was? Werden angeliefert? Auch nicht schlecht. Gut. Und jetzt müsste sich das Problem dann quasi wieder, beheben. Weil, jetzt quasi 177 Megawatt... Minus 40, 137 Megawatt pro
produzieren und einen Verbrauch haben von 124. Also hier in dem Fall müssen wir immer 40 abziehen. So. Ja. Wächst und gedeiht. Alter, die wollen schon wieder ein neues Gewerbegebiet. So, da haben wir. Das würde ich jetzt aber erstmal gerne lassen. Ich würde jetzt gerne erstmal noch die 8000 erreichen. Ja. Ach so, ja genau, was ich noch in der Pause gemacht habe. Ich habe hier kostenlosen Nahverkehr eingerichtet. Ah, im Budget macht es nicht viel aus. Die paar Kröten, die wir da verdient haben, ist wirklich nicht der Rede wert. Und wir geben ja auch nur 722 aus, aber dafür haben wir dann eben auch, hoffe ich, ein bisschen weniger Verkehr generell. Oder auch nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Warum stoppen die hier? Hm? Ist da eine Ampel? Da ist eine Ampel. Warum ist da eine Ampel? Das ist doch Autobahn, oder? Okay, Traffic Manager, switch Traffic Lights. So. Können wir hier wegmachen. Hier hinmachen oder wegmachen. Aber da müsste es jetzt auch ein bisschen besser laufen. So, dafür habe ich den Traffic Manager drin. Damit wir hier eben auch keine Ampeln haben und so. Warte mal, das probiere ich hier nochmal. Weg. So, haben wir hier noch irgendwo Ampeln? Ne, da ist keine. Da. Da sind noch. Warum kommen von der Autobahn Ampeln? Die machen wir auch weg. Da ist keine. Gut. Dann sollte das doch ein bisschen flüssiger laufen, oder? Ja, doch so ein bisschen. Kein Platz mehr. Ja gut, dann muss ich dich halt erstmal entleeren. Aber das wird eng. Dann werde ich wahrscheinlich noch was bauen müssen. Mein Gott, hier ist die Hälfte verlassen. Weil die keine Mitarbeiter bekommen. Die wollen hier einfach nicht arbeiten, die Leute. Aber die Buslinie gibt's noch, ne? Ja. Ach du schon, was ist denn hier los? Hä? Das verstehe jetzt wer will. Ich habe hier zwei Linien jetzt auf einmal. Hm. Ja gut, ist dann eben so. Warte mal, Haltestelle verlegen, ziehen. Wenn ich dich wegmache, ja, passt doch auch, oder? So, komm, die Mama auch weg. Dann haben wir hier bloß noch eine Linie. Das reicht auch vollkommen aus. Und, den Mama auch weg. Da brauchen wir, also im Kreisel brauchen wir doch gar keinen Busstopp. Hm. Warte mal. Was ist mit dem los? 1 von 12 Mitarbeiter, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber die Jungs, die wollen ja auch nicht. Gucken wir mal hier. Oberschulen. Alter, wir müssen unbedingt noch eine Oberschule bauen. In unserem Park würde ich das ungern machen. Aber hier muss das irgendwo hin. Ne? Ja. Doch, da könnten wir es hinbauen. Machen wir es hier hin. So. Und schon ist unsere Kapazität wieder gestiegen. Sehr gut. Und somit werden die Häuser hier auch ein bisschen aufgewertet. So, apropos Aufwertung. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier auch nicht so. Ah, gut, hier. Ja. Hier könnte man wirklich noch was machen. Nur was. Okay, Arztpraxis. Könnten wir eigentlich auch mal so ein Hochhaus, Dingens bauen. Krankenhaus. Oder so muss man hier bauen. War doch, bauen wir hier hin. So, dann hätten wir schon mal ein Krankenhaus. Durchschnittliche Gesundheit 70%. Ja, steigt. Und noch ein Friedhof, würde ich sagen. Den machen wir hier hin. So, wie sieht's denn sonst aus? Feuerwehr, Polizei. Ah, Polizei ist auch ein bisschen wenig, ne? Machen wir hier eine Polizeiwache hin.
ein Hauptquartier sogar. Und immer schön das Budget im Auge behalten. Meine Güte. Da geht aber ein Smiley, eine Smiley-Laola durch. Ist ja der Hammer. So, und wie sieht's aus mit Feuerwehr? Ah, warte mal, da bist du, gell? Da ist noch was? Okay. Dafür habe ich kein Geld. Achso, 60.000 kostet die. Warte mal, wenn ich die versetze. Ne, damit sicher nicht hin. Da auch nicht. Dahin. Müsste es doch auch besser gehen, ne? Ja. Läuft doch. Was ist denn hier los? Verlassen. Apotheke. Verlassen. Nachbarschaftsladen. Oh, ich glaube, ich habe zu wenig Mitarbeiter, ne? Ja, ich sehe schon hier. Eine hohe Nachfrage. Sehr hohe Nachfrage. Erstmal hier den Nachbarschaftsladen weg. Ja, guck's dir an, guck's dir an. Da kommt gleich der nächste nach. Ist ja der Hammer. Gut, ja, gut, da müssen wir wirklich expandieren. Da müssen wir wirklich expandieren. Dann schauen wir uns nochmal die Karte an. Okay. Also hier hätten wir Agrarrohstoffe und Überfluss an Waldrohstoffen. Hier hätten wir alles, sogar Öl. Sollen wir in Öl machen? Ich weiß es noch nicht. Hier hätten wir ein bisschen wenig Baugebiet. 71%, hier 96 und hier 88. Ich würde gern dahin bauen. Oder? Machen wir denn die nächste Bahn? Haben wir noch gar nichts? Ach, da ist Bahn. Okay. Oder dahin? Nee, erstmal dahin. Komm, kaufen. Oh, wir können sogar noch weiter kaufen. Dann kaufen wir noch das. Okay. So, wunderbar. Dann haben wir, hätten wir hier auch nochmal genug Platz. Gut, das heißt, hier haben wir einen Autobahnanschluss. Oder könnten wir uns noch einen basteln. Weil das würde ich gerne so ein bisschen autark lassen. Man kann ja dann natürlich noch irgendwie so einen Anschluss rüber machen. Also doch. Warum kann ich nicht da runter gehen? Gucken. Ach, hier ist das nächste. Gut. Ja, dann machen wir das dann irgendwie, dass wir hier noch so einen Autobahnanschluss rüberbringen. Das ist doch Autobahn, ne? Ja, das ist Autobahn, genau. Ja. Alter, ich brauche unbedingt noch eine Müllabfuhr. Aber sowas von. Die sind jetzt alle voll. Meine Fresse. Okay. Dann würde ich ja fast schon behaupten, dass wir dann nochmal eine Straße hinknallen. So, was haben wir ausgewählt? Gerade Straßen. Okay. So, Müllabfuhr. Müllabfuhr. Hier. Eins, zwei, drei. So. Müssen wir die nochmal loslassen. Alter, was für ein Gewusel. Gut, gut. Ja, wir haben doch echt ein Müllproblem, würde ich sagen. Und da ist schon wieder ein verlassenes Haus. Da. Was warst du? Eine Apotheke. Ach, ja, klar. Die Leute, die sind so gesund, brauchen keine Apotheken mehr. 556 begraben von... Boah, Kapazität von 9000. Krematorien haben wir gar nicht. Ja, Friedhofsauslastung ist bei 6%. Das ist wunderbar. Wunderbar. Aber wie sieht's denn hier aus? Gesund. Ja, 73%. Ist doch top. Was willst du denn mehr? Achso, ja, hier. In dem Bereich war ja auch nochmal so eine Straße. Da hatte ich echt Probleme mit dem Verkehr. Habe ich jetzt einfach weggemacht. Stört ja keinen. Was sind das für Dinger? Kaffee Grande. Und? Dinoöl, Dinoöl, Kaffee Grande, Kaffee Grande, Dinoöl, Kaffee Grande. Das war mir klar. Und das ist Kaffee Grande, oder? Oh ja, Kaffee Grande hatten wir schon lange gemacht. Na, Apotheke, wo bist denn du? Ach, da, okay. Gut. Wohngebiet wollen wir.
Müll? Ja. Ja. Läuft. Müll läuft. So, Wohngebiet wollen wir. Ansonsten, wir könnten... Oh ja, das ist eine gute Idee. Stopp. Wenn wir hier... wenn ich das irgendwie hinbekomme... Warte mal, ich muss das erstmal richtig drehen. Ungefähr so. Wenn wir das hier hin... Nee, können wir nicht. Schade. So ähnlich hätte ich mir das vorgestellt, dass wir hier noch so ein Kreuz machen. Ansonsten machen wir das Kreuz selbst. Ne? Ist ja nicht so schwer. Ist ja nicht so schwer. Dass wir dann... Ha, aber hier drüber... Auch ein bisschen doof, ne? Da habe ich jetzt extra so einen Park hingemacht. Wie machen wir sonst? Wir könnten hier außen rum. Oder hier irgendwie drüber. Also wir müssen auf jeden Fall noch hier hin. Damit die Leute dann hier auch arbeiten. Ja, das ist jetzt ein bisschen tricky, ne? Wie bauen wir das jetzt mit den Straßen? Naja. Gut, ich mache mir mal ein paar Gedanken darüber. Wie wir das machen, dass wir hier noch unser Gebiet hinbekommen. Und ja, ist jetzt mal eine 20-Minuten-Folge, das, was ich eigentlich immer haben wollte. So, gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!